Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück auf dem Sunrise YouTube Channel. Ich bin Rico und begleite dich durch das heutige Video. Viele von unseren Kunden haben aktuell nur eine physische SIM-Karte in ihrem iPhone. Es könnte aber wie jetzt bei den neuesten iPhones in den USA in Zukunft in der Schweiz auch keinen Steckplatz für eine physische SIM-Karte mehr geben. So eine eSIM bringt folgende Vorteile mit sich. Der umständliche Kartentausch fällt weg. Die Zustellung der physischen SIM ist nicht mehr nötig. Die Zustellung des zugehörigen QR-Codes passiert via E-Mail oder Post. Weil die SIM-Karte in deinem Handy integriert ist, kann sie auch niemand einfach rausnehmen im Fall eines Diebstahls oder Handyverlust. Man kann zwei aktive Telefonnummern auf dem gleichen Gerät haben. Zum Beispiel eine Business-Nummer und eine private. Jetzt zeige ich dir, wie du an deinem iPhone die physische SIM in eine eSIM konvertierst. Das zeige ich jetzt kurz, falls du bei deinem iPhone nicht sowieso schon eine eSIM benutzt. Dazu brauche ich mein iPhone 14 Pro. Das funktioniert aber auf allen iPhones ab dem XS, XS Max, XR oder neuer genau gleich. Ich habe in meinem Handy eben noch eine physische SIM-Karte. Hast du bereits eine eSIM, kannst du den Schritt überspringen. Für das gehe ich jetzt an meinem iPhone auf die Einstellungen, auf Mobilfunk und sehe hier schon die Option auf eSIM umstellen. Da drücke ich drauf, einmal weiter, muss das nochmal bestätigen, dann ladet es ein Zeitchen. Jetzt wird meine Nummer noch aktiviert. Das geht wiederum nochmal ein Zeitchen. Wartet schnell, bis das fertig ist. Und dann sollte der Transfer eigentlich schon fertig sein. Jetzt sehen wir hier oben bei Primär ist jetzt meine Handynummer und die ist jetzt als eSIM drin. Das heisst, ich könnte jetzt die SIM-Karte aus dem physischen Platz rausnehmen und brauche die nicht mehr und habe jetzt eine eSIM in meinem Handy. Jetzt zeige ich dir, wie du von deinem alten iPhone die integrierte eSIM auf dein neues Gerät übernimmst. Ich übertrage als Beispiel meine eSIM von meinem iPhone 14 Pro auf das iPhone 14. Dazu gehe ich jetzt im neuen iPhone 14 auf die Einstellungen, auf Mobilfunk und habe hier die Option Mobilfunk konfigurieren. Hier drücken wir drauf, jetzt lädt es ein Zeitchen. Jetzt hat es schon erkannt, dass ich von meinem alten iPhone hier noch die Nummer hätte, die ich übertragen kann. Hier drücken wir drauf, übertragen. Jetzt muss ich das nochmal bestätigen auf meinem alten Handy. Drücke hier SIM übertragen. Und jetzt muss ich die SIM-Karte aktivieren. Dazu melde ich mich im My Sunrise an und bestätige das. Jetzt angemeldet im My Sunrise fragt es mich, ob ich meine Mobilnummer von der eSIM auf die eSIM von dem Gerät möchte übertragen. Ich tue da bestätigen, dass ich das transferiere. Es ladet jetzt nochmal einen Moment und dann sollten wir eigentlich schon fertig sein. Der Transfer ist jetzt abgeschlossen. Du kannst deine Handynummer jetzt wie gewohnt an deinem neuen Handy brauchen. Falls du noch irgendwelche Fragen diesbezüglich hast, schreib dir gerne in die Kommentare oder besuche unsere Sunrise-Webseite, die in der Videobeschreibung verlinkt ist. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Hinterlasse uns ein Like, wenn dir das Video gefallen hat und abonniere unseren Kanal, um kein neues Video zu verpassen. Ciao zusammen und einen schönen Tag!